Mama, was ist denn los? Du hast eben irgendwas gerufen. Irgendwie seltsam. Hast du schlecht geträumt? Morgen, Schnickchen. Morgen. Wie spät ist es? Wir müssen los, was ist los, was los? Johanna, komm bitte. Moment, mein Buch, ich hab doch heute das Referat. Ah, hallo. Morgen, Frau Schneider. Morgen, Herr Bollmann. Schöner Tag heute. Wunderschön. Johanna, wir müssen. Ja, alle Welt hat's eilig. Ich wollte Sie auf ein Gläschen einladen. Hab wieder neuen Eierlikör gemacht. Sehr lecker. Tut mir leid. Johanna, da gehst du heute Abend 18 Uhr. In Bohem. Ja, okay. Tschüss. Morgen alle miteinander. Morgen. Mahlzeit. Probleme? Auch Kaffee. Gern. Die Durchbrüche im 4. OG stimmen. Was gar nicht sein kann, weil sie laut Plan angelegt sind. Dann sollten wir uns das mal gemeinsam ansehen. Lass mich mal kurz ankommen und die Mails checken, dann gucken wir, ja? Okay. Danke. Mist, die wollen das Leistungsverzeichnis für den Sanitärbereich schon morgen haben. Oh Gott. Komm, ich habe gestern einen verrückten Traum gehabt. Ich heirate, habe ein wunderschönes Kleid angehabt auf den Altar zu und plötzlich tritt mir jemand auf die Schleppe und ich falle weg. Oh nee, ne? Wer ist dir auf die Schleppe getreten? Meine Mutter. Du hast Angst, dass deine Mutter dir die Beziehung ruiniert. Völlig klar. Die weiß ja gar nicht, dass es Felix gibt. Gib dir nur einen Rat, sag ihr nichts. Wären die Damen denn soweit? Die Damen wären... Bring es hinter uns. Erst nach dem Tod ihres Mannes hat Marie-Louise von Stoltenberg angefangen zu schreiben. Ich finde, hier kann man ganz klar eine Parallele zum Leben ihrer Heldin im Roman sehen. Ich glaube sowieso, dass im Roman eindeutig autobiografische Züge zu finden sind. Man kann eben nur über das schreiben, was man kennt. Danke. Schön gemacht. So, Leute, in der nächsten Stunde würde ich gerne mit euch über die Beziehungsstrukturen im Roman reden und sie mit denen von heute vergleichen. Zum Beispiel Partnerwahl. Wie viele glückliche Beziehungen kennt ihr? Wählen wir heutzutage unseren Partner frei oder kompensieren wir ein persönliches Defizit? Bin mal gespannt auf eure Meinung. Und wir gehen noch zum Eis weiter. Kommst du mit? Geht nicht. Ich muss mit meiner Mutter und ihrem Kompensationspartner essen gehen. Auf Red Velvet. Auf uns? Der ist aber gut. Es freut mich, dass er dir schmeckt. Chevalier Noir 2002. So ganz leicht, das ist schwarze Johannisbeere, ne? Hallo. Ach. Hallo, Schatz. Hallo, Johanna. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Und? Was macht die Schule? Gut. Ja, macht sie dir Spaß? Ja. Na gut, dann wollen wir mal. Johanna? Wie war dein Referat? Johanna behandelt nämlich gerade im Deutschunterricht einen Roman aus dem 18. Jahrhundert. Tu mir bitte einen Gefallen und lass dir nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen, ja? Ach, da sind schon die Karten. Vielen Dank. Bitte. Ja. Danke. Wisst ihr schon, was ihr nehmt? Ich nehme die Möhrensuppe. Hm. Oh, frisch raus, denn das wäre doch was, ne? Ich weiß noch nicht genau, entweder den Gemüseteller... Haben Sie schon gewusst? Ja, wir nehmen einmal die Potage Carotte avec Gingembre und zweimal frische Austern. Einmal die Potage, zweimal die. Dazu nehmen wir Champagner. Genau. Seit wann isst du denn Austern? Entschuldigung, das wusste ich nicht. Soll ich nochmal umbestellen? Nein, nein, lass mal, ist gut. Ich habe in letzter Zeit wirklich große Lust, Neues auszuprobieren. Dinge, um die ich früher einen riesen Bogen gemacht habe. Das geht der Frau in meinem Roman genauso. Die wird älter und hat plötzlich Angst, was zu verpassen. Torschusspanik nennt man das, glaube ich, immer. Ja, wie auch immer. Was ist das eigentlich für ein Roman, 18. Jahrhundert? Marie-Louise von Stoltenberg, Meere aus Sand. Habe ich nie gehört. Ist mir unbegreiflich, wieso ihr keine Klassiker behandelt. Ist doch die Grundlage jeder fundierten Bildung. Goethe, Balzac, James Joyce, Dostoevsky, Oscar Wilde. Vielen Dank. Dankeschön. Tolstoi. Die Liebe ist das einzige Element, das unseren Solitärpanzer zu durchdringen vermag. Schön. Ihr wollt ja nicht etwa heiraten, oder? Noch nicht, aber wir haben uns gedacht, wir sollten mal ausprobieren, wie wir im Alltag miteinander auskommen, wir drei. Es tut mir leid. Aber ihr könnt ja nicht einfach zusammenziehen. Was, wenn sich herausstellt, dass er komische Angewohnheiten hat? Außerdem ist er einfach viel zu alt. Das ist doch überhaupt nicht entscheidend. Felix ist ein wunderbarer Mensch. Er ist kultiviert. Er gibt mir so viel Sicherheit. Ja, ein Gefühl von Sicherheit. Er hat so viel Verständnis und... Aber Mama, er ist doch einfach nicht der Richtige. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den Richtigen überhaupt gibt. Man muss sich für jemanden entscheiden und ich habe mich entschieden. Hat er deinen Solidaritätspanzer durchbrochen? Solidärpanzer? Ja oder nein? Darum geht's doch jetzt gar nicht. Ja doch! Liebst du ihn? Auf gewisse Weise schon.
Ich glaube ja. Ich dachte immer, sowas weiß man. Ach, Johanna. Da. Und wo wohnen wir dann? Ja, du kennst doch Felix Haus. Bei ihm? Mhm. Ja, wie soll ich denn dann zur Schule kommen? So, da gibt's ein ganz tolles Gymnasium. Ja, Umtopfen. Ja, du kannst natürlich auch fahren. Ja, da brauche ich ja eine halbe Ewigkeit. Wieso, am Morgen nehme ich dich mit rein und am Nachmittag mit raus? Und was ist mit meinen Freunden? Die sehe ich da nicht mehr, oder? Johanna. Schätzchen, schau mich mal an. Ich verspreche dir, wir werden die beste Lösung finden. Für jeden von uns, okay? Bitte versuch mich zu verstehen, ja? Naja, sie hat halt Angst, dich zu verlieren. Ist normal. Ihr müsst euch halt einfach besser kennenlernen. Wir müssen uns besser kennenlernen. Das auch. Mein erster Klient hat sich schon für morgen früh 8 Uhr angesagt. Ich gehe dann mal lieber. Schade. Manchmal denke ich ja, man sollte eine Notfallzentrale für Steuerprobleme einrichten. Du lachst, ist mein voller Ernst. Ich bring dich noch. Ja. Wir müssen einfach mehr zusammen unternehmen. Ich mache mir mal ein paar Gedanken. Moment, ich komme. Zum Geburtstag, liebe Lena. Zum Geburtstag, viel Glück. Überraschung. Mama. Ich hab gedacht, ganz spontan zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Und alles, alles gut. Freust du dich? Na klar, komm rein. Wann bist denn du losgefahren? Muss ja mitten in der Nacht gewesen sein. Ich war viel schneller hier, als ich dachte. Kaffee? Oh ja, heute könnte ich auch einen brauchen. Weißt du, ich kann nie schlafen an deinem Geburtstag. Wenn ich daran denke, an diese Nacht vor 35 Jahren, das läuft immer ab wie so ein Film. Jedes Jahr der gleiche. Oma, was machst du denn hier? Urlaub. Super. Sag mal, du bist ja schon wieder kleiner geworden. Wenn ich noch ein bisschen schrumpfe, können wir die Kleider tauschen. Nee, lieber nicht. Herzlichen Glückwunsch, Mama. Ich wünsche dir, dass du das Richtige machst. Danke. Weißt schon. Warum hast du eigentlich nicht angerufen? Hab ich doch. Mama, es wäre vielleicht hilfreich, mal auf den Anrufbeantworter zu sprechen. Weißt du, wie ich die Dinger hasse? Ja, das sieht ja nach einem Umzug aus. Morgen, Herr Bollmann, meine Mama ist nur zu Besuch. Ich würde mir den Herrn nicht vorstellen. Ja, meine Mama Elisabeth Müller, Heinz Bollmann. Mutter, ich hätte das gedacht, Schwester. Guten Tag, Herr Bollmann. Danke. Meine Tochter hat heute Geburtstag und da bin ich. Herzlichen Glückwunsch. Darauf müssen wir aber anstoßen. Warten Sie mal, ich muss gleich los. Immer hat sich's eilig. Lassen Sie mal einen Mann ran. Was ist? Schau, mein Schatz, mit deiner Mutter. Tschüss, Oma. Schau, Mama. Bin gleich wieder da, Mama. Johanna? Mögen Sie eigentlich Eierlikör? Eierlikör? Wissen Sie, wie lange ich sowas nicht mehr getrunken habe? Das muss 300 Jahre her sein. Meine Mutter, die hat den auch selber gemacht. Ach, das ist ja interessant. Ja. Johanna, warte mal. Bitte sag ihr nichts wegen Felix und dem Zusammenziehen und so, ja? Ja, okay. Wieso? Weil ich dir selber sagen will, wenn es günstig ist. Okay, wie du meinst. Ich muss los, mein Bus kommt. Kuss. Tschüss. Tschüss. Du bist aber ein netter Mann, der Herr Bollmann. Mama, du kannst dich in meinem Zimmer einrichten. Ich gehe dann so lange ins Arbeitszimmer. Weißt du, was ich immer denke, wenn ich hier in diesem Zimmer bin? Ist doch jammerschade, dass man morgens nicht von der Sonne geweckt wird. Oh, Mama, lass uns heute Abend drüber reden, ja? Sei mir nicht böse. Aber ich muss jetzt wirklich los. Mach's dir gemütlich. Ich will dich wie zu Hause. Tschüss. Okay. Nein, morgen ist die Lieferung definitiv zu spät. Wir haben es jetzt dreimal besprochen. Ich will das Zeug heute hier haben. Ja. Morgen. Hey, morgen. Alles in Ordnung? Ja, soweit so schlecht. Aber jetzt erstmal das Wichtigste. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Rumi, lass mal. Weißt du, dass ich das hasse? Ja, ja. Was machst du denn heute? Wollen wir ein Fläschchen Sprudelwasser öffnen oder unternimmst du was mit deinem künftigen Mitbewohner? Wir gehen ins Konzert. Du, Rumi, meine Mutter ist zu Besuch gekommen. Ja, kannst dein Konzert ja getrost knicken, ne? Wieso? Ich mach mal Elisi, macht ihr's. Ich sag nur eins. Sie kommen über Nacht und haben sie ihr Werk vollendet. Ist kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, ich soll mich hier zu Hause fühlen. So. Oh. Oh je, oh je. Oh, alles durcheinander. Im System keine Spur. So. Alles Liebe zum Geburtstag. Das bekommst, was du dir am meisten wünschst. Danke. Habt ihr noch was mitgebracht? Meine Steuererklärung. Ja, schau mal auf Begleitschein.
Das ist ja viel mehr, als ich dachte. Felix, du bist einfach grandios. Quatsch, das ist mein Beruf. Du bist grandios. Deshalb, hier. Aber wir wollten uns doch nichts schenken. Aber das brauchen wir. Ein erstes Golfpack. Grundausrüstung. Für unser erstes Golfwochenende. In einer traumhaften Landschaft. Fünf-Sterne-Hotel, Wellnessabteilung, alles, was das Herz begehrt. Samstag früh geht's los. Wir bleiben bis Montag. Johanna hat ja die ersten Stunden frei. Du denkst wirklich an alles. Heute Abend, wann soll ich dich abholen? 18 Uhr? Lass uns lieber da treffen. Weißt du, meine Mutter ist ganz überraschend zu Besuch gekommen. Ja, vielleicht kommt sie ja mit. Lieber nicht. Weißt du, sie hat immer alle meine Freunde madig gemacht. Keiner war ja gut genug. Dann bist du dir in Sachen Felix also nicht so sicher. Ja, sonst kann es dir ja egal sein, was die Oma sagt. Quatsch, ist doch absoluter Blödsinn. Ich habe einfach im Moment so viel am Hals, ich will das jetzt nicht. Verstehst du das? Ja, ist ja gut. Was ist das denn? Felix, Geschenk. Oh nee. Und ein Golfwochenende für uns drei. Mit Schnupperkurs. Samstag früh geht's los und Montag sind wir wieder zurück. Ich wollte aber eigentlich reiten. Johanna, ich würde mich wirklich freuen, wenn du mitkommen würdest. Na, wie findest du's? Mama. Setzt euch. Es gibt Rinderfilet im Spinatblätterteigmantel, selbstgemachte Antipasti und der Nachtisch. Ich kann euch sagen. Mama, ich habe noch eine Einladung ins Konzert. Ich bin nur nach Hause gekommen, um mich umzuziehen. Aber wir wollten noch Geburtstag feiern. Dafür habe ich mir noch die ganze Mühe gemacht. Lecker. Mama? Mama, ist alles in Ordnung? Es tut mir schrecklich leid. Ich wusste ja nicht, dass du sowas vorhast. Das ist ganz toll, wirklich. Hörst du mich? Geh nur. Ich komme schon allein zurecht. Lebt ihr euer Leben nicht? Ich will doch niemandem im Wege sein. Aber das bist du doch nicht. Ich wollte dir einmal eine Geburtstagsüberraschung machen. Ich hatte doch früher nie Zeit dazu. Und außerdem, wer weiß denn, wie viele Geburtstage wir überhaupt noch zusammen feiern können. Mama, komm. Das Essen wird kalt. Wo ist denn der Zucker? Mama, wo ist denn der Zucker? Mama, ich muss mal ganz dringend. Die Oma ist schon wieder im Bad. Mama, Johanna muss in die Schule, die muss ins Bad. Lass den Mami schnell fertig und hol uns frische Brötchen. Johanna isst morgens sowieso nie was. Sollte sie aber. Will dich ja nicht kritisieren, aber könnte es sein, dass du ihr etwas zu viel durchgehen lässt? Mama. Ja, ich weiß, es ist deine Erziehung, aber Kinder brauchen Grenzen. Grenzen geben ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Das glaubst du wirklich, ja? Johanna, komm, wir müssen. Ja. Tschüss. Mama, wo ist denn meine Creme? Ich hab da überall ein bisschen System reingebracht. Die ist hier. Warte, Johanna. Johanna, ich bring dich. Entschuldigung für die Verspätung. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen. Ja, ich schlag dann vor, wir fangen vielleicht da hinten an. Bitte nach Ihnen. Wie war dein Konzert? Oh, lass mich raten. Sie hat gekocht und du hast abgesagt, hä? Oh, 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 Mütter brauchen Grenzen. Wer nicht alles Grenzen braucht, morgen geht's los ins Golfwochenende und ich habe noch keine Ahnung, wie ich es dir beibringen soll. Freiwurf. Was soll das, Johanna? Sina, gehst du mal rein? Hey, was ist denn los mit dir? Sie wissen schon was. Nee, weiß ich nicht. Du pennst im Unterricht, machst keine Hausaufgaben, jetzt das hier. Hast du irgendwelche Probleme? Ja. Hm? Wer hat die nicht? Okay. Musst du irgendwie helfen, dann sag Bescheid, ja? Valeria! Mama, sei mir bitte nicht böse, aber ich möchte gerne am Wochenende mit meinem Freund fahren. Nein, sag ihr nichts, vertrau mir, ist besser so. Sieh mal, was hat sie denn? Kein Mann, keine Freunde, sie ist einsam, verbringt den Urlaub bei dir. Gut. Mama, sei mir bitte nicht böse, aber ich werde... Das mit dem Bös, lass mal weg. Okay. Mama, ich würde gerne am Wochenende... Nein, 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 du willst und du wirst. Fällst in der Brandung. Ja, aber ich dachte, dass... Du denkst zu viel. Warte, warte, jetzt hab ich's. Mama. Ich werde am Wochenende mit Johanna verreisen. Und zwar allein. Mach's dir zu Hause gemütlich. Am Montagabend sind wir wieder zurück. Ja. Und jetzt knapper, knapper. Gib mir keine Gelegenheit, dazwischen zu kommen. Okay. Mama, ich werde am Wochenende mit Johanna verreisen. Mach's dir gemütlich. Wir sind am Montagabend wieder zurück. Ja. Und bestens erzählst du alles gleich ihr selbst.
Die anderen Mädchen flöteten mit glockenhellen Stimmchen. Ich bin ein Schmetterling. Aber meine Lena, die galoppierte quer durch den Saal. Also, was kannst du mir das sagen? Ich bin ein Pferd. Weil alles sind, was sie haben. Sehe ich direkt vor mir. Lena war für Tütü und Spitzen was unternehmen. Einfach immer zu pummelig. Aber ganz schnell. Deswegen hat sie in der Weihnachtsaufführung vom Kinderballett immer das Häschen gegeben. So, Schluss für heute. Ich würde vorschlagen, wir gehen alle wieder an die Arbeit. Schließlich haben wir Termine einzuhalten. Komm mal. Jetzt dich ein bisschen mit deinen Kollegen unterhalten. Die sind nett. Mhm. Tschüss. Ach, guten Tag, ich bin Elisabeth Möller, die Mutter von Lena. Ja, habe ich mir fast gedacht. Romy. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss, Mama. Okay. Tschüss. Ach nein. Jetzt habe ich die Petersilie vergessen. Ich wollte Petersilienknödel machen. Ich bringe welche mit, ich muss sowieso noch einkaufen. Aber nicht vergessen. Nein, bestimmt nicht. Bis nachher. Bis. Oh Mann. Haben sie dich zum Aufräumen verdonnert? Siehst ja. Was gibt's? Ich muss dir was Witziges erzählen. Meine Mutter hatte 2 Jahre einen neuen Freund. Rudi heißt er. Rudi ist begeisterter Angler. Das hat für mich bedeutet, kein Wochenende und kein Ferientag ohne Angeln. Ich mag keinen Fisch, musst du wissen. Ich hasse es, wenn die Viecher an einem Haken zappeln. Die töten. Ja. Komm zu dem Tag, wo es witzig wird. Okay, ich habe gehört, dass du ähnliche Probleme hast. Mit deiner Mutter und so. Ja, du und deine Freundin, ihr habt euch ja permanent drüber unterhalten. Also vor ungefähr einem halben Jahr. Das hat's mir gereicht. Und ich bin zu meiner Mutter und Rudi gegangen und hab gesagt, dass ich keinen Bock mehr habe, dass ich nicht mehr angeln gehe und dass sie das akzeptieren müssen. Weißt du was? Die haben das geschluckt. Die haben das einfach geschluckt. Was ich zu sagen versuche ist, sag einfach nein und hör auf, dir das Leben schwer zu machen. Einfach ist gut. Soll ich zu meiner Mutter gehen und sagen, hey, ich hab keinen Bock auf deinen Freund und auf Golf sowieso nicht. Wann wirst du es endlich kapieren? Nee. Im Prinzip schon. Ja. Wir könnten ja noch ein bisschen im Park gehen und an der Sache feilen. Also, wenn du Lust hast. Wieso backst du denn Weihnachtsplätzchen? Ich dachte so viel von dem Zeugs da und ist schlecht was. Für wen denn? Ich esse die gerne. Mama. Du denkst doch nicht etwa, ich bin zu dick. Nein, du denkst, ich bin zu dick. Du bist doch nicht zu dick. Okay, wie auch immer. Morgen fahre ich mit Johanna in ein Golfhotel. Montagabend sind wir wieder zurück. Oh, das ist ja toll. Aber wollte Johanna nicht zum Reiten? Gut, fahre ich immer allein. Nein. Ich wollte immer schon mal Golf spielen. Ich komme mit. Musst du nicht. Ich fahre allein. Gut. Viel Spaß. Ach, da ist übrigens ein Paket für dich abgegeben worden. Von einem Weinhändler. Steht ja um die Ecke. Und wo ist die Petersilie? Jetzt sag nicht, du hast sie vergessen. Sind keine mehr im Tiefkühlfach? Hast du sie jetzt vergessen, ja oder nein? Ja, ich hab die Petersilie vergessen. Und ich sag noch, vergiss die Petersilie nicht. Menschenskind, das ist doch nicht normal. Was soll das denn heißen? Das ist nicht normal, dass ich nicht mehr normal bin, oder was? Hast du mal einen Moment? Entschuldigung, ich wollte nicht mit dir streiten. Ich bin zurzeit einfach ein bisschen in der Spur. Virgutz hat die Kanzlei geschlossen vor 2 Monaten. Was? Seine Frau wollte ihn verlassen, weil sie meinte, er sei mehr mit der Kanzlei als mit ihr verheiratet. Aber der kann doch nicht einfach die Kanzlei schließen. Das heißt ja, du hast jetzt keine Arbeit mehr. Frührente. Und eine Menge Urlaubstage, die aufgelaufen sind. Im Juli wären es 26 Jahre gewesen. Ja, und jetzt? Letztes Jahr auf Ibiza, zwischen all diesen Leuten. Ich habe mich nie einsamer gefühlt. Mama, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Du bist so eine starke Frau, du hast dein ganzes... Ich will nicht mehr allein sein. Ich habe viel nachgedacht über uns die letzten Wochen. Alles geht so verdammt schnell. Das Leben rast an einem vorbei. Wir haben immer so wenig Zeit füreinander gehabt. Ich wäre so gerne bessere Mutter gewesen. Ich hätte mir so gewünscht, dass... Mama. Hallo, jemand zu Hause? Nein. Sag mal, was ist eigentlich los mit euch? Oma geht's nicht so gut.
Sie hat ihre Arbeit verloren und sie will nicht mehr allein sein. Wohnt sie dann jetzt bei uns? Nein, wir wollen doch zu Felix ziehen. Außerdem stell dir vor, du hast später mal Familie und ich wohne bei euch. Ich finde das schön. Hm. Glaub mir, du hast keine Ahnung, wovon du da redest. Übrigens das Golfwochenende. Mama, ich habe keine Lust auf das Golfwochenende. Golf langweilt mich zu Tode, Felix langweilt mich zu Tode und du langweilst mich auch zu Tode, wenn du mit ihm zusammen bist. Du bist dann immer so anders. Wie anders? Was, wenn du jemand anders sein willst? Golf interessiert mich einfach kein bisschen. Ich habe einfach keinen Bock auf sowas. Du musst lernen, das zu akzeptieren. Ich gehe zum Reiten. Ja, ich wollte eigentlich sowieso nur sagen, dass das Wochenende ins Wasser fällt. Ein für alle Mal. Golf interessiert mich nicht ein bisschen. Du musst lernen, das zu akzeptieren. Warum kann sie das und ich nicht? Danke. Tja, weil du eine andere Mutter bist. Beides. Felix kann sie auch nicht leiden. Die andere backt Weihnachtsplätzchen im Frühling, gestaltet meine Wohnung um und hat sich plötzlich in den Kopf gesetzt, ihre Mutterrolle besser auszufüllen. Als ob ich nicht genug Probleme hätte. Ich hab da einen Plan. Du bringst deine Mutter unter die Haube. Du bist besoffen. Quatsch. Ach, meine Mutter, die würde sowas überhaupt nicht mitmachen. Ja, wieso? Ja, weil das absoluter Blödsinn ist. Ist es nicht. Doch. Ja, wenn du eine bessere Idee hast, bitte. Wie soll es gehen? Ich gehe einfach zu ihr hin und sag, Mama, du kommst jetzt an den Mann. Ja, genau, ganz genau. Du spinnst. Hast du schon geschlafen? Okay. Dein Wein habe ich bekommen. Lieb von dir, danke. Ich liebe dich auch. Felix, meiner Mutter geht's nicht so gut. Nicht gesundheitlich, seelisch. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, sie jetzt allein zu lassen. Die hat doch sonst keinen. Morgen. Guten Morgen. Ich dachte, du wolltest ganz früh los. Mhm. Wollte ich eigentlich. Ist Johanna schon weg? Mhm. Hör doch mal auf mit der Wischerei. Lass mich das zu Ende bringen. Was man angefangen hat, soll man auch fertig machen. Setz dich, Mama, wir müssen reden, ernsthaft. Oh, das ist ja spannend. Mama, weißt du, ich habe darüber nachgedacht. Ich meine, hast du schon mal darüber nachgedacht, ernsthaft darüber nachgedacht, jemanden kennenzulernen? Und sag jetzt bitte nicht gleich nein. Also, Schatz, Männer in meinem Alter, die heiraten 30-Jährige und erfinden die Freuden der Vaterschaft neu. Hast du denn nicht den Wunsch, jemanden zu haben? Nicht mehr allein zu sein? Ich hab doch euch. Mama, das ist doch nicht dasselbe. Das, wovon ich rede, das ist Romantik, Liebe, Geborgenheit. Jetzt schau mich mal an. Dafür ist es wirklich zu spät. Aber wieso? Ich meine, du musst einfach mal was aus dir machen. Seit ich dich kenne, trägst du diese Klamotten. Du brauchst was Figurbetontes. Mal einen kurzen Rock, hochhackige Schuhe. Mensch, Mama, mit deinen Beinen. Und die Haare. Und weißt du, was wir dann machen? Dann gehen wir aus. Nur wir beide, ganz allein. Er spürte einen tiefen, warmen Strom durch sein Herz fließen. Er liebte jeden, weil er sie liebte. Wenn ich bei ihnen bin, beginne ich mich wie ein Stern zu fühlen. Ja, super, Mama. Komm weiter. Nicht stehen bleiben. Ich muss dir was sagen. Manchmal... Komm weiter. Nicht stehen bleiben. Da geht's mir wie im Buch. Ich glaube, ich... Sollen wir schwimmen gehen? Ja, okay. Mama, du siehst echt spitze aus. Danke. Weißt du was? Wir beide gehen heute mal richtig schön was essen. Nein, du hast heute genug Geld ausgegeben. Ich mache uns heute Braten mit Petersilienknödel. Oh, Mama, das ist echt so blöd. Ich habe die Petersilie schon wieder vergessen. Und nun? Du gehst zum Pollmann und fragst nach Petersilie und ich kümmere mich um den Braten. 180 Grad mit Umluft. Entschuldigen Sie, Herr Pollmann. Wir waren gerade einkaufen und haben die Petersilie vergessen. Können Sie uns vielleicht aushelfen? Oh, Elisabeth, Sie sehen aber flott aus. Neue Frisur? Darauf müssen wir dringend anstoßen. Kommen Sie doch rein. Ich war mit meiner Mama unterwegs. Mhm. Ja, es geht ihr schon viel besser. Und wie ist das Hotel? Schön. Ja, schade, dass wir nicht mitkommen konnten. Ach so, dann will ich dich mal nicht abhalten. Ja, viel Spaß. Du dir auch. Tschüss. Hallo, Mama. Viele Grüße von Felix. Danke. Wo kommst du jetzt her? Zum Reiten. Ohne Reitklamotten. Ja, ich habe mich da umgezogen. Okay, ich war nicht reiten.
Ich habe euch gesehen im Park. Na, mal nicht, was du denkst. Paul ist nur ein Kumpel, okay? Paul, sag mal, habe ich dich eigentlich aufgeklärt? Ja, schon ein paar Mal. Aber ich wusste ja eh schon alles. Johanna, gehst du überhaupt noch zum Reiten? Du musst auch mal was durchhalten, nicht immer alles nur anfangen. Klar doch. Sag mal, wo ist eigentlich Oma? Beim Vollmann Petersilie holen. Du hast sie zu Eierlikörhallen geschickt. Wieso nicht? Sie fand ihr nett. Unser erstes Auto, ein Volvo. Besser bekannt unter dem Namen Schneewittchen-Sarg. Ein einmaliges Blau, nicht wahr? Das kleine Mädchen davor ist ja niedlich. Ja. Meine Nichte Ilse mit 14 die Schule geschmissen, dreimal geschieden. 7 Kinder. Schade. Finden Sie nicht auch, man sollte viel mehr in die Bildung investieren? Kinder sind schließlich unsere Zukunft. Ja, auf die Zukunft. Das ist der neue Ascona von meinem Bruder. Skiurlaub 1978. In den Dolomiten. Herr Pollmann, es tut mir wirklich leid. Heinz, aber ich muss jetzt... Wo ist denn der 3000 CSI? Ich hab den Braten in der Röhre. Aber ein Becherchen noch. Meine Oma, siehst du cool aus. Das liegt wahrscheinlich an der grünen Gesichtsfarbe. Oh Gott, ist mir schlecht. Hast du viel Eierlikör drin? Ja, das auch. Aber übel war mir nach dem dritten Fotoalbum. 45 waren es insgesamt. Also alle voll mit Autofotos. Ich dachte, du fandest die nett. Ja, jetzt nicht mehr. So ist es eben. Ab einem bestimmten Alter kannst du mit 90% der Männer nichts mehr anfangen. Da bleiben ja noch 10%. Und wo sind die? Komm mal her. Schau mal hier. Red Velvet? Eine absolut seriöse Partnervermittlung. Und wie kommst du da dran? Hab ich gehört, von Romy. Vielleicht finden wir hier deine 10%. Sag mal, was macht eigentlich die Petersilie in der Besteckschublade? 9 Eierlikör. 45 Fotoalben. Ich kümmere mich ums Essen. Sag mal, was macht die hier eigentlich? Wir suchen einen Mann für deine Oma. Also, wenn du mich fragst, ist das ein ganz klarer Fall von Projektion. Du meinst, du sollst dir über dieses Velvet-Dings da einen suchen, aber eigentlich will sie das. Genau so. Meinst du, da findet man auch Steuerberater? Alles Mögliche. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich suche einfach einen Mann, der zu ihr passt. Mama, der ist ja schon wieder viel zu jung. Kannst du mir das mal erklären? Vielleicht haben wir irgendeinen Fehler beim Eingeben gemacht. Oder die machen sich mit Absicht älter. Mit Absicht? Vielleicht schaust du ihn dir mal an. Mama, wir suchen jemanden für dich. Ja, das weiß ich doch. Aber wenn wir schon mal da sind. Okay, was machen wir jetzt? Sven, naja, hast du dich selber gemerkt, ne? Haarscharf am Thema vorbei. Ja, aber hier, Sina, das muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Ja, Johanna, verstehe ich jetzt nicht. Kannst du mal was dazu sagen? Gut, dann sprechen wir uns nach der Stunde, ne? Jill, ja, es wäre ganz gut, wenn man es lesen könnte, ne? Und die Esther. Ja, ein bisschen abenteuerlich, aber... Der zweite Liter wird dich nicht schwacher machen. Romy, ich kann nicht mehr. Meine Mutter ist vergnügungssüchtig und überall und jedem erzählt sie diese dicke Häschen-Geschichte. Okay, ich gehe nachher auf eine Freizeitmesse. Wenn du willst, nehme ich sie mit. Du darfst ihr aber nicht das Gefühl geben, dass du es aus Mitleid machst. Ja. Auch übrigens hat Johannas Lehrer hier angerufen, ein gewisser Herr Koch. Du sollst nachher zusammen mit Johanna in die Schule kommen, Raum 104, 19 Uhr. Ja, hallo, Frau Müller. Ja, hier ist die Romy aus Lenas Büro. Ganz genau. Ich gehe nachher auf eine Freizeitmesse. Ach ja. Kannst du mir dann mal sagen, warum dein Lehrer mit mir sprechen will? Wenn du den Felix so toll findest, ist das dein Problem. Aber zwing mich nicht, Vater, Mutter, Kind zu spielen, nur weil du harmoniesüchtig bist. Ich bin harmoniesüchtig, ja? Alles muss in dein Programm passen. Sag mal, merkst du eigentlich nicht, dass wir uns nie streiten? Aber ich will mich ja gar nicht streiten. Hallo, Johanna. Hallo. Frau Schneider? Herr Koch. Hallo. Hallo. Wir verstehen uns gut. Doch, wirklich. Wir streiten uns höchstens darüber, dass wir uns nie streiten. Ja, genau. Bitte. Also, Johanna.
Ich unterrichte dich jetzt fast ein Jahr. Und ich finde dich sehr offen und interessiert. Aber ich weiß auch nicht, seit ein paar Tagen bist du wie ausgewechselt. Den Sportunterricht zum Beispiel boykottierst du total. Haben Sie vielleicht schon mal daran gedacht, dass das eine ganz natürliche Ursache haben kann? Johanna fühlte sich nicht. Ja, Sie wissen schon, dieses Biologische, sie fühlt sich nicht. Ja, gut, aber das erklärt nicht die geistige Abwesenheit in den anderen Fächern und die nicht gemachten Hausaufgaben. Davon höre ich zum ersten Mal. Johanna, kann ich mal kurz mit deiner Mutter alleine sprechen? Ja, klar. Wenn's zieht, einfach sagen, ja? Lassen Sie mal, ich liebe frische Luft. Frühling. Luft. Wie bitte? Frühlingsluft. Ja, genau. Also, was mir Sorgen macht, ist Johannas plötzliche Verhaltensänderung. Sie ist ja jetzt in einem Alter, in dem viele Eltern den Kontakt zu ihren Kindern verlieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen ist. Also, kennen Sie Ihre Probleme? Ich bin alleinerziehend, falls Sie darauf hinaus wollen. Und ich bin vorher berufstätig. Aber ich denke weder, dass Johanna zu kurz kommt, noch, dass wir ein schlechtes Verhältnis haben. Ich liebe dieses Spiel. Ja. Eleganz und Ästhetik pur. Können wir den Aufsatz nachschreiben und die Hausarbeit im Deutsch? Machst du auch nach? Und ich rate dir eins, gib dir Mühe, ich kann mich auch ganz anders. Oh. Erla? Kann man wohl sagen. Was habt ihr denn da? Meine Mutter hat auf der Messe ihre Begeisterung für Golf entdeckt. Willst du auch mal? Nee, lass mal, ich habe einen ganzen Schreibtisch voll Arbeit. Sag mal, warum hast du Elisabeth eigentlich erzählt, dass ich jemanden bei Red Velvet suche? Ja, hast du doch erzählt, oder nicht? Ich kenne den Verein gar nicht. Ach so, na dann war es Christa. Christa war's. Welche Christa? Kennst du nicht, eine alte Schulfreundin. Ja, sie hat so ein bisschen gemeckert. Hör mal, ich habe da so eine Idee. Ich glaube, meine Mutter und der Koch, die können ganz gut zusammenpassen. Ja, weißt du, wenn sie schon einen Mann braucht, dann will ich es auch einen richtigen. Sag mal, weißt du, ob der Koch eine Frau hat oder sowas in der Art? Hm. Wie könnte man sowas denn rausfinden? Ja, Sven? Ich hab da mal eine doofe Frage. Du, doofe Fragen gibt's nicht. Ja, wieso bleibt der Typ eigentlich bei dir? Die Alte nervt doch mit ihrem ewigen Geheule. Kann dazu jemand was sagen? Ja, Paul? Sind Sie verheiratet oder sonst wie gebunden? Bitte? Verstehe ich jetzt nicht. Doofe Fragen gibt's nicht. Haben Sie eben gesagt. Naja, aber das hat ja jetzt nicht wirklich was mit dem Thema zu tun, oder? Ja, doch. Irgendwie schon. Denn wenn Sie nicht verheiratet oder sonst wie gebunden wären, dann würden Sie vermutlich anders darüber urteilen, aus einer anderen Perspektive. Verklärter und so. Verstehe. Ja, okay, also wenn es der Wahrheitsfindung dient, ich bin zurzeit komplett solo, halte mich aber trotzdem für fähig, eine relativ objektive Sicht einzunehmen. Und, wie war's in der Schule? Gut. Doch, echt gut. Meine Mutter erzählt aber was anderes. Ja, ja, ich hatte halt in den letzten Tagen keinen Bock und dann ist der Koch direkt panisch geworden. Meine Mutter auch. Ich war hinterher. Was? Wem? Erklär ich dir später. Fahr schon. Und seiches Stopp. Jetzt, oh jetzt. Ich dachte immer, den ziehen Sie nach Schulschluss den Stecker raus. Du hast doch gesagt, Mama braucht jemanden, oder? Hey, das ist gar nicht schlecht. Aber wie sollen wir das anstellen? Auf mich hört sie nicht. Ja, auf mich auch nicht. Aber ich weiß jemanden, auf den sie hört. Bordecke. Morgen! Vielen Dank nochmal für die Red Velvet-Nummer. Morgen. Du hast Felix tatsächlich aus dem Internet gefischt? Das hat überhaupt nichts mit der Qualität unserer Beziehung zu tun. Tausende sind auf diesem Weg glücklich geworden. Sag mal bitte nicht böse, aber zu denen zählst du offensichtlich nicht. Du wirkst nämlich alles andere als glücklich. Ich glaube auch nicht, dass es viel mit deiner Mutter zu tun hat. Lena, lass das mal einen Moment. Hör mir mal zu. Du hast so viel um die Ohren. Es wird Zeit, dass du mal was für dich tust. Ich habe dir noch nichts zum Geburtstag geschenkt und da dachte ich, naja. Gutschein für einen Tango-Kurs.
kommst du darauf? Eingebung. Eigentlich ist der Gutschein ja nur für eine Person, aber ich habe da angerufen und ich kann noch jemanden mitbringen. Schön. Ich dachte ja schon, dir liegt nichts mehr an mir. Wann soll's denn losgehen? 19 Uhr. Heute? Mhm. Ja, das ist schlecht. Ich bin mit dem Kollegen zum Golfen verabredet. Heute Abend? Ja, das ging nicht anders. Ich kann ihm unmöglich absagen, da hängt zu viel dran. Allein habe ich keine Lust auf Tango. Ja, dann geh du doch heute mal hin und schau dir das an. Und wenn du dann weitermachen möchtest, komme ich nächstes Mal mit, okay? Abgemacht. Okay. Ciao. Tschüss. Hola, ¿cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? Sucht euch eine Partner, hä? Entschuldigung. Sí. Ich bin Frau Schneider, wir haben telefoniert. Ah, bueno. Gut, einfach mitmachen. Du, wir sagen ja alle du. Ich heiße Carlos. Ja, gut. Ich heiße Lena. Bien. Bueno, entonces, vamos a empezar, eh? Entschuldigung? Sí. Mit wem soll ich denn tanzen? Ich bin allein. Alena, siehst du so einen jungen Mann? Nimmst du den? Vale? Frau Schneider, was machen Sie denn hier? Tango-Kurs und Sie? Ja. Blöde Frage. Ich hatte Sie sowieso angerufen. Wegen Johanna, ich wollte fragen, wie sie sich so macht. Ja, gut. Ist mit dem alten Laden dabei. Gut, haben alle einen Partner? Sie? Dann el abrazo. Tio Marmo. Wie jetzt umarmen. Ja, aber tut lieber, was er sagt. Er kann ganz schön sauer werden. Ich bin Leo. Lena. Tio Marmo. Muy bien. Umarmt bleiben. Nee, dann ganz locker. Wir kriegen das schon hin. Musica, por favor. Darf ich mal? So, ne? Mhm. Und so. Ein Tango fährt wie ein Animal. Ein Tier mit zwei Kopf und vier Beine. Entonces, abrazanse y a caminar. Ja, was er gerade gesagt hat, caminar. Das heißt laufen. Pass auf, wir bleiben jetzt umarmt, ja? Und dann laufen wir einfach los, okay? Chicos, escuche la música. De corazón a corazón. Chicos, escuche la música, Muy bien. Sí. Na, versuch mal, im Rücken weicher zu werden. No? Das ist ganz verkrampft. So. Ist ungewohnt? Mhm. No pienses, Die Nähe. Ja. Siéntelo. Déjate llevar, Lena. Lass dich führen, Lena, Ich weiß ja gar nicht, wo er hin will. Beim Tango führt der Mann. Du musst gar nichts machen. Oh. Entschuldigung. No pienses, Siéntelo. Muy bien. Was? No pienses. Nicht dein Gefühl. No pienses. Vale? Déjate llevar. Muy bien. Und? Ich spiele schon seit Ewigkeiten Golf. Und immer noch die erste Partie. Hey. Birdie. Ist dir ungut, mein Alter. Nächsten Mittwoch kriegst du deine Revanche. Ich freue mich drauf. Muss doch jetzt mal. Na, warte, du Luder. Sie lachen mich aber jetzt nicht gerade aus, oder? Das würde ich mir nie erlauben. Aber ihretwegen habe ich verloren. Entschuldigung, das tut mir wirklich leid. Eine Ihrer Bälle hat sich verirrt. Ja, aber man hat mir gesagt, ich könnte hier üben. Vergessen Sie es, ist nicht so wichtig. Ich habe gegen einen Klienten gespielt. Sehr wichtigen Klienten. Er war schon ganz frustriert, weil er nie gewonnen hat. Aber der spielt so grottenschlecht, den kann man nicht gewinnen lassen. Sie haben mir also einen großen Gefallen getan. Hi, Mann. Felix. Möller, Elisabeth. Also, wenn Sie erlauben, Sie brauchen ja kein Holz, Sie brauchen ein Sandwich. Sandwich? Na, ich zeig's Ihnen mal. Probieren Sie es mal damit. Einfach so, fürs Gefühl. Aber die linke über die rechte. Ach so, ja. So, jetzt ganz locker durchschwingen, wie wenn Sie einen Stein werfen würden. Super, klappt ja. Können wir das nochmal machen? Ich meine nur wegen des Gefühls. So oft Sie mögen. Aber diesmal mit Ball. Lena? Ja, tschüss. Warte mal. Hast du dich noch Zeit? Nee, ausgeschlossen. Ich kann jetzt kein Trinken geben. Ich habe ja nichts zum Trinken gegen gesagt. Ich dachte nur, vielleicht ist es ganz gut, wenn du erstmal die Grundlagen vom Tango draufkriegst. Und jetzt findet gleich so ein Anfängerkurs statt. Ach so, ja. Nee, ich kann nicht. Ich habe noch einen Termin. Tschüss.
auch, man sollte viel mehr in die Bildung investieren. Schließlich sind Kinder unsere Zukunft. Ist mein Reden. Also, auf die Zukunft. Auf die Zukunft. Heutzutage fehlt es ja schon an den Grundkenntnissen. Ja. Es ist unglaublich, womit sich die Kinder in den Schulen manchmal befassen müssen. Die Tochter einer Klientin zum Beispiel... Sind Sie Anwalt? Nee, Steuerberater. Steuerberater? Ja, das ist viel spannender, als manch einer vermuten würde. Nein, das ist alles ganz wunderbar. Ich, nur Ihr Name. Also, jetzt nehmen Sie mir das bitte nicht übel. Es mag Ihnen vielleicht ein bisschen verschroben vorkommen. Aber ich hatte mal einen Kater. Und der war ganz grau und hatte so einen weißen Fleck auf der Brust. Und er wurde überfahren, ganz schrecklich. Sein Name war Felix. Ja. Tja, Elisabeth, dann nennen Sie mich doch einfach Artus. Mhm. Dann müssen Sie nicht immer an Ihren Kater denken. Ist doch mein zweiter Vorname. Aber außer meiner Mutter und mir und jetzt Ihnen kennt den kein Mensch. Also gut. Artus? Elisabeth. Findest du jetzt irgendwie anders aus? Nee. Verliebt oder so? Meinst du, sowas sieht man überhaupt? Bei meiner Mutter habe ich jedenfalls nichts gesehen. Wie ich die kenne, hat die voll die Skrupel, weil er mein Lehrer ist. Man müsste sie einfach mal wissen lassen, wie toll sie sich finden. Meinst du, die finden sich überhaupt toll? Keine Ahnung. Ich hätte total von diesem Tango-Kurs geschwärmt. Ja. Bist zurück? Hallo. Hallo. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Oma hat jemanden kennengelernt. Was? Ja. Der heißt Artus, wir sind gleich zum Essen verabredet und sterbe vor Aufregung. Mensch, das ist ja super, Johanna, lass mich machen. Bevor ich's vergesse, ich soll dich vom Koch grüßen. Ach so, Mensch, ja, das habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen. Stellt euch vor, der ist auch in dem Tango-Kurs. Der Koch? Mhm. Ja, das ist ja ein Ding. Zufälle gibt's. Sag mal... Kann es sein, dass sie dich toll findet? Der sah so komisch aus, als er dich grüßen ließ. Wie komisch. Der war rot wie eine Tomate und hat gestottert. So, siehst super aus. Viel Glück, Mama. Danke. Sei einfach ganz du selbst. Ich werde mir Mühe geben. Mama! Ja, tschüss. Tschüss. Und was machen wir jetzt für jetzt? Kino, Eis, Pizza? Ich dachte, heute ist Tango-Kurs. Um ehrlich zu sein, ich glaube, Tango ist nichts für mich. Mama, du sagst doch immer, ich soll auch mal was durchhalten und nicht immer nur alles anfangen. Warum machst du denn das jetzt nicht? Was? Ich finde, du sollst da jetzt hingehen. Guten Abend. Guten Abend. Ich hätte gern diesen Tisch da am Fenster. Es tut mir leid, er ist reserviert. Da steht aber kein Reserviertschild. Und wie ist es mit dem Herrn? Sind Sie zu zweit? Ach, Sie sind ja schon da. Ja, ich bin zu zweit. Sehr hervorragend. Ich bin auch immer lieber etwas zu früh. Guten Abend, Elisabeth. Guten Abend, Artus. Ich habe den Tisch da drüben reserviert. Nicht? Einverstanden? Den? Ja. Das ist ja fabelhaft. Den hatte ich auch ins Auge gefallen. Hallo. Hallo. Ja, das neulich Abend, das mit dem Anfängerkurs, das war schon blöd von mir. Ich wollte eben... Ja, ich hab gedacht, dass ich eine miserable Tänzerin bin, schon klar. Nee, das habe ich nicht gedacht. Ich wollte mit dir diesen Anfängerkurs machen, weil ich einfach noch gerne länger mit dir tanzen wollte. Hola, chicos. Heute, wir fangen an mit Ochos. Ne? Was sind Ochos? Achten. Muy bien. Ich zeige, ne? Lena, kommst du? Pones la música, por favor. Vale. Der Mann geht Schritt zur Seite. Dreht Oberkörper mit Frau. Du auch. Oberkörper zur Seite. Du auch. Oberkörper drehen. Du auch. Vale. Leo, kannst du übernehmen? Pues muy bien, entonces alle. Eh? Primera posición, el abrazo y... Chicos, escuchen la música, por favor.
Kommst du noch mit? Zum Anfängerkurs. Keine Ahnung. Mal sehen. Vielleicht ein andermal. Na, Skrupel, weil ich Johannas Lehrer bin. Ja, nein. Ja, sagen wir, es ist ein Aspekt. Ich habe einfach schrecklich viel zu tun. Nimm's nicht persönlich, ja? Tu ich nicht. Nimm's persönlich. Er hat gehört, dass die Umsätze der Spielbanken von der Umsatzsteuer befreit sind. Da hat er sich gesagt, naja, dann zahle ich auf meine Spielautomaten einfach auch keine mehr. Jetzt hat das Finanzamt eine Nachzahlung gefordert, die sich gefaschen hat. Ich konnte zwar eine Fristverlängerung erwirken, aber... Der Europäische Gerichtshof hat im Jahr 2003 die Steuerfreiheit auch auf Geldspielgeräte ausgedehnt. Die Steuerbefreiung für Spielbankenumsätze ergibt sich aus § 4, Nummer 9a des Umsatzsteuergesetzes. Wir hatten vor kurzem mal einen ganz ähnlichen Fall in unserer Kanzlei. Mensch, Elisabeth, das ist ja die Lösung. Sie haben mich gerettet, Elisabeth. Das ist ja fantastisch. Und Ihre Kanzlei wurde geschlossen? Einfach so? Mein Chef wollte aufhören. Er sagte, es gibt schließlich noch was anderes als Steuererklärung. Naja, ich kann mir vorstellen, dass er da nicht ganz Unrecht hatte, oder? Das sagt sich so leicht. Guten Abend. Wenn man immer nur für seinen Beruf gelebt hat, dann... Ach, Elisabeth, nicht doch. Bitte, wir haben doch jetzt was zu feiern, oder? Augenblick mal. Hallo? Elisabeth. Ach, das ist zu viel, zu viel. Was heißt denn zu viel? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mir den Kopf zerbrochen habe über diese saublöde Geschichte. Und dann kommen Sie und liefern mir einfach so die Lösung. Das ist doch fantastisch. Ja, es gibt 70.000 Steuergesetze. Die kann man ja schließlich nicht alle im Kopf haben. Man hat ja auch noch andere Sachen im Kopf, nicht? Alles irgendwie so komisch geworden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der über Nacht größer geworden ist. Aber das kann doch nicht sein, oder? Er ist der gleiche geblieben. Du siehst ihn nur in einem anderen Licht. War es bei Felix auch so? Nicht direkt. Verliebt sein ist ganz bestimmt ein wunderschönes Gefühl. Mama, ich bin nicht verliebt. Natürlich nicht. Was ich sagen wollte ist, es ist wichtig, einen Menschen an der Seite zu haben, auf den man sich verlassen kann. In jeder Lebenslage. Und bei Felix, da weiß ich, dass er mich nie enttäuschen wird. Verstehst du das? Mama? Ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Ich schwebe. Alles leuchtet. Die Welt ist plötzlich ein freundlicher Ort. Die Schmetterlinge nicht zu vergessen? Die Schmetterlinge nicht zu vergessen. Dich hat's erwischt? Ja. Geht das nicht ein bisschen schnell? Habe ich Zeit zu verlieren? Dass sowas überhaupt noch möglich ist? Und wem habe ich das zu verdanken? Dir! Wenn du mich nicht aufgerüttelt hättest, ich hätte ihn noch nie kennengelernt. Schön. Es gibt sowas wie den Richtigen. Wer hätte das gedacht? Aber Mama, du weißt doch gar nichts von dem. Vielleicht ist das ja ein beziehungsunfähiger Spinner. Oder der ist verheiratet oder so. Ich meine, du hast doch immer gesagt, man soll vernünftig sein, erwachsene Entscheidungen treffen, Gefühle kommen und gehen. Vergiss alles. Vergiss einfach alles, was ich dir je über die Liebe gesagt habe. Du sag schon. Plan A wurde erfolgreich abgeschlossen. Nein. Doch. Einmal Weintrauben, bitte. So schnell? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wer ist denn der Glückliche? Keine Ahnung. Sie stellt ihn uns demnächst vor. Ich hoffe, es ist jemand Vernünftiges und er meint es ernst. Ein bisschen Sorgen mache ich mir irgendwie schon. Hallo, Lena. Leo, was machst denn du hier? Naja, was man so macht auf dem Markt. Darf ich vorstellen, das ist Romy Dammer, meine Freundin, das ist Leo Koch, Johannas Lehrer. Hallo. Tachchen. Und, was gibt's bei euch? Naja, zu essen. Keine Ahnung, was man halt so kocht. Du, Lena, ich werde jetzt mal. Meine Mutter, die wartet drüben im Café. Ja, tschüss, Leo. Ja, tschüss. Tschüss. Ich ruf dich an. Dann probier doch mal was Afrikanisches. Da vorne ist ein Stand, da kriegst du alles, was du brauchst. Ich glaube nicht, dass ich auch noch Zeit für einen Kochkurs habe. Dann
dann komm doch heute Abend einfach zu mir. Bei mir gibt's Couscous mit Hühnchen und Koriander. Ist das eine Einladung zum Essen? Eine Einladung zum Kochen. Mit anschließendem Essen. Das geht nicht. Vielleicht ein andermal. Hast du was zu schreiben? Nee. Darf ich mal? Für den Fall, dass du es dir anders überlegst. Lena. Felix. Entschuldigung, bin viel zu spät. Wartest du schon lange? Gar nicht. Du strahlst ja so. Ach ja? Weißt du was, ich habe uns was Tolles eingekauft und heute Abend, da koche ich für uns alle, okay? Ja, das wäre schön, aber das müssen wir leider wieder verschieben. Ich habe jemanden gefunden, der mir bei dieser blöden Spielautomatengeschichte hilft. Die Frist läuft aus. Der Einspruch muss bis Montag beim Finanzamt sein. Das heißt, ich muss sofort zurück an den Schreibtisch. Schade. Ja. Jetzt habe ich dich wenigstens kurz gesehen. Ich weiß ja manchmal gar nicht mehr, wie du aussiehst. Manchmal denke ich, wir sollten ganz schnell ganz weit wegfahren. Ja, das denke ich auch manchmal. Wird es irgendwann anders? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Hallo! Hallo Mama! Schön, dass du da bist. Das Essen ist nicht fertig. Du hast gekocht? Ja. Ich habe gedacht, wir machen uns einen schönen Abend. Ich habe uns einen Film besorgt und es gibt Coraline. Die magst du doch so. Aber ich muss aber gleich wieder los. Und nicht böse sein, Schätzchen, aber das musst du schon ein bisschen früher sagen. Ich habe schließlich auch mal was vor. Wie riecht denn das hier? Es gibt Coraline. Was hast denn du vor? Ich gehe zu Pauls Party. Habe ich dir doch gesagt. Mach's gut. Pauls Party. Aber ich dachte... Tschüss. Ich habe uns einen Film besorgt. Dann nimm mich. Eine 7G-Rückstellung. Ganz klar. Womit wir das Problem natürlich lediglich verschieben. Aber in der Zwischenzeit hat er die Möglichkeit, sich was anzuschaffen. Ja, notfalls zahlt er 30%. Und in diesem Fall hier plädiere ich für eine wundervolle 6B-Rücklage. Bingo, genau das habe ich mir auch gedacht. Was ist, machen wir ein kleines Päuschen? Ich kann uns was zu essen kommen lassen. Ja, oder ich zauber uns was aus dem, was da ist. Ich bin eine fabelhafte Resteköchin. Elisabeth. Sie sind fabelhaft in jeder Beziehung. Die Arbeit hat mir noch nie so viel Spaß gemacht wie mit Ihnen. Nicht nur die Arbeit. Elisabeth, ich muss Ihnen was sagen. Wir müssen reden. Probier mal. Gut. Fehlt noch was. Ah, Minze. Woher hast du das? Afrika. Kann ich was machen? Nein, den Wein. Vor 8 Jahren war ich das erste Mal da. Und ich habe mich verliebt in dieses Land. Seitdem fahre ich jedes Jahr dahin. Das Licht. Die Stille. Die Sterne. Musst du unbedingt mal hin, Lena. Der Himmel über der Wüste. Diese unendliche Weite. Meer aus Sand. Auf die Wüste. Ich muss los. Lena, was ist denn los? Habe ich was falsch gemacht? Nein. Sicher? Ja. Dann bleib doch mal stehen. Hörst du das? Darf ich bitten? Ich kann nicht. Weißt du, Leo,
als ich klein war. Da hat meine Mutter mich immer ins Ballett geschleppt. In der Hoffnung, dass ich da ein bisschen mehr Grazie verpasst bekomme. Fehlanzeige. Als all die anderen kleinen, süßen Mädchen in Tütü und Spitzenschuhen durch den Saal schwebten, bin ich durch den Saal galoppiert und habe gerufen, ich bin ein Pferd. Ich bin ein Pferd. Tanzen ist nichts für mich, Leo. Man muss auch zugeben können, wenn man was nicht kann. Aber du kannst es doch. Hey, das Pferd ist... Das ist doch bloß hier drin. Ich meine, wir müssen doch nichts richtig machen. Na komm. Die Musik ist aus. Kann gar nicht sein. Doch, Leo. Glaubst du eigentlich an Zufall? Wieso? Naja. Erst hat Johanna Probleme in der Schule. Dann treffen wir beide uns im selben Tango-Kurs und... Jetzt ist Johanna wieder so, als wäre nie was gewesen. Hast du mir eigentlich Grüße bestellt? Sehen wir uns? Morgen? Morgen kann ich nicht. Nein, mach das Licht aus, bitte. Er hat eine andere. Du hattest recht. Wie kann man bloß so blöd sein? Bevor ich ihn kannte, habe ich gar nicht gewusst, was mir fehlt. Aber jetzt... Wieso macht jemand sowas? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er am Anfang gedacht, er ist der Richtige. Und dann hat er jemanden kennengelernt. Und auf einmal war alles anders. Jedenfalls ist es unverzeihlich. So kann man mit Menschen nicht umgehen. Ja, Richtige hin oder her. Du hast recht. Geschlafen. Schlaftablette. Morgen sieht alles wieder ganz anders aus. Mach das, Mama. Felix? Ich muss dringend mit dir sprechen. Es ist wirklich sehr wichtig. Wir müssen reden. Ruf mich an, ja? Tschüss. Ist was? Was soll denn sein? Du duschst doch eingemauert. Findest du nicht, dass es ein ziemlich großer Zufall ist, dass dein Lehrer und ich im selben Tango-Kurs sind? Könnte es sein, dass da eine Idee dahinter steckt? Wie kommst du darauf? 1+1 ist. Und wenn? Dann würde ich dich bitten, nicht weiter in meinem Leben herum zu manipulieren. Außerdem ist das gemein gegenüber Felix. Ja, und was ist mit Oma? Das war doch auch nichts anderes. Ich habe Oma lediglich Vorschläge gemacht. Immerhin hat sie die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Das ist ein feiner, aber gravierender Unterschied. Ja, und was ist mit Eierlikör, Heinz? Okay, das war ein bisschen getrickst. Aber du hast ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. Also, für die Zukunft. Ich bin erwachsen und treffe meine Entscheidung allein. Verstanden? Ein bisschen zu erwachsen. Sie haben mir nur einen Tipp gegeben, was ich dir zum Geburtstag schenken kann. Ich glaube das nicht. Eine 13-jährige Rotzgöre denkt sich irgendwas aus und da alle tanzen. Wen meintest du mit sie? Na, Johanna, sie hat... Nein, du hast sie haben gesagt. Das bedeutet doch, dass meine Mutter mit von der Partie war. Schlechte Stimmung, ich komme dann später wieder. Was gibt's, Olli, wir reden noch. Ich wollte nur kurz die Dachabdichtung mit dir abstimmen. Also, zweite Lage, lass du mehr Schweißbahn. Die Schifffahrt aufgebracht auf Polystyroldämmung und? Und unten wartet jemand auf dich. Komm gleich. Wenn du nicht willst, nehme ich ihn. Leo. Morgen kann ich nicht gelten lassen. Woher hast du nur die Adresse? Von hier? Mein Geheimnis. So. Hallo, Hasi. Blöd, Mann. Habt ihr nichts zu tun? Das sind meine Lieblingsblumen. Ja, ich weiß.
Danke. Guck, jetzt sind noch bald Ferien, ne? Ich wollte ein bisschen wegfahren. Sag mal, hast du nicht Lust mitzukommen? Vorausgesetzt, Johanna hat nichts dagegen. Ich meine, sie kann natürlich auch mitkommen, wenn sie will, ist ja klar. Okay, pass auf. Wenn dir das jetzt alles zu schnell geht, ja? Du musst dich jetzt überhaupt nicht festlegen. Oder wenn du keinen Urlaub kriegst. Hey, ich meine, dann hole ich dich einfach mal nach Feierabend auf der Baustelle ab. Hm? Nee, das geht nicht. Alles. Wieso denn, wegen Johanna? Nee. Ich hab jemanden. Wir haben gerade beschlossen, zusammenzuziehen. Leo, es tut mir leid. Ich hätte überhaupt nicht zu dir kommen dürfen. Aber ich hab gedacht, wir essen miteinander. Wir kochen einfach und haben einen schönen Abend und unterhalten uns. Quatsch. Das hab ich nicht gedacht. Ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe. Ich bin einfach total durcheinander. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich brauche ein bisschen Zeit. Tut mir leid. Toll. Hallo Mama. Geht's dir besser? Wo ist Johanna? Paul hat sie abgeholt. Sie sind verliebt bis über beide Ohren und gehen jetzt miteinander. Mach dir nichts draus. Du findest auch jemanden irgendwann. Mama, ich hab doch schon jemanden. Seit einem Jahr. Wir haben sogar beschlossen, zusammenzuziehen. Du hast jemanden? Ja, warum sagst du mir das denn nicht? Wieso sagt mir denn hier keiner was? Was sagt man doch seiner Mutter? Ja, ich wollte ihn dir ja auch vorstellen. Aber zuerst wollte ich selber mal sicher sein. Weißt du, er ist ein wunderbarer Mann. Aber im Grunde haben wir überhaupt nichts gemeinsam. Am Anfang war mir das egal und dann habe ich Leo kennengelernt. Und jetzt bin ich völlig durcheinander. Genau wie bei Artus. Er quält sich auch rum mit dieser Frau. Wir haben nichts gemeinsam. Sie sind so fremd wie ein Marsmensch. Außerdem hat sie überhaupt keinen Humor. Hat er das gesagt? Nein, nicht direkt, aber so verspürt man doch als Frau. Muss er sich von ihr trennen? Er will mit ihr reden. Aber das sagen sie ja alle. Hallo. Felix, ich habe den ganzen Tag versucht, dich im Büro zu erreichen. Ich war nicht im Büro. Ich muss mit dir reden. Ich auch mit dir. Es ist sehr wichtig. Elisabeth? Artus? Felix? Felix? Artus? Ja, das ist mein zweiter Vorname. Dein zweiter Vorname? Wir haben uns auf dem Golfplatz kennengelernt, zufällig. Letzte Woche. Und dann hat Elisabeth mir bei dieser Steuergeschichte geholfen. Verstehe, der Steuerspezialist. Wir waren aber auch zusammen essen. Und Golfspielen waren wir auch zusammen. Ist ja erstaunlich, wozu jemand alles so Zeit hat, wenn er keine Zeit hat. Mama, das ist Felix, mein Felix. Und der humorlose Marsmensch, mit dem er sich herumquält und der ihm sehr, sehr fremd ist, das bin ich. Beruhige dich bitte. Ich will mich aber nicht beruhigen. Ich hab dir hundertprozentig vertraut, verstehst du? 250-prozentig. Und was machst du? Gehst hinter meinem Rücken mit meiner Mutter aus. Und offensichtlich ist sie auch noch bis über beide Ohren in dich verliebt. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass wir eine vernünftige Lösung finden für diesen Schlamassel. Hallo? So, und du gehst jetzt mal auf dein Zimmer, das musst du nicht unbedingt alles mit. Doch, sie muss. Johanna, kommst du mal bitte? Darf ich vorstellen? Das ist Artus. Hallo, Johanna. Omas Artus. Genau. Und könntest du mir jetzt bitte mal erklären, wie Oma und Artus sich kennengelernt haben? Nein, Mama, damit habe ich nichts zu tun. Das musst du mir glauben. Ich weiß überhaupt nicht, wem ich hier noch was glauben kann. Ihr seid doch alle total bescheuert. Du kannst doch jetzt nicht das Kind dafür verantwortlich machen. Ach nein, wen denn sonst? Dich vielleicht? Kommst du einfach her, bringst mein ganzes Leben durcheinander und verliebst dich in meinen Freund. Aber das hat doch keiner gewollt, dass wir uns getroffen haben. Das war ein Schicksal. Glückliche für, also unglückliche für... Oh mein Gott, nenn es doch, wie du willst. Warum hast du mir denn nicht vorgestellt? Das wäre doch das Normalste der Welt gewesen. Was ist denn bei uns schon normal? Du hast immer alle meine Männer abgelehnt, hast kein gutes Haar in irgendeinem gelassen. Findest du das normal, ja? Ich hab dir vom Felix nichts erzählt, weil ich keine Lust hatte, mir diese Beziehung auch noch madig machen zu lassen. Verstehst du das? Aber so schlimm war ich doch gar nicht. Doch, Mama. Und wo wir schon mal dabei sind, diese dicke Häschengeschichte, die du überall rumerzählst, die ist auch nicht witzig.
Liebe Lena, ich fahre jetzt nach Haus. Ich habe von Felix und dir nichts gewusst. Nie im Leben hätte ich mich da eingemischt, das glaubst du mir hoffentlich. Verzeih mir trotzdem. Es war egoistisch von mir, mich bei euch einzunisten. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Gott gespielt und wollte deinem Schicksal auf die Sprünge helfen. In meinem Alter sollte man wohl klüger sein. Man kann das Schicksal in die Hand nehmen und formen, man muss es sogar. Aber nicht das von anderen Leuten und schon gar nicht das seiner Kinder. Wir werden wohl ein Weilchen nichts voneinander hören, werden Gras über die Sache wachsen lassen, wie man so schön sagt. Ich hoffe, das Gras wächst schnell. Sei umarmt. Mama. Mama. Bist du schon lange da? Ich habe auf dich gewartet. Bist du noch böse? Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich habe dich noch nie so gesehen. Wo warst du denn? Überall und nirgends. Bin rumgelaufen. Muss mich erst mal sortieren. Mit der Oma Arthurs Geschichte habe ich echt nichts zu tun. Das musst du mir glauben, Mama. Ist sie schon lange weg? Direkt nach dir hat sie ihre Sachen gepackt und ist gefahren. War sie sehr... Und Felix? Den habe ich nach Hause geschickt und gesagt, dass du ihn anrufst. Du bist ein sehr kluges Mädchen, weißt du das? Hallo. Hallo. Setzen wir uns. Schöner Tag. Ja. Lena, es tut mir wahnsinnig leid. Hör auf. Nein, lass es mich sagen. Ich hatte nie die Absicht, eine andere Frau kennenzulernen. Wirklich nicht. Es ist einfach passiert. Und Elisabeth hatte sowas. Ich weiß auch nicht. Das gewisse Etwas? Ja. Das war bei uns nie so, habe ich recht? Aber stimmt das? Hast du dich mit mir herumgequält? Ach, das habe ich doch so nie gesagt. Natürlich habe ich mal so eine Bemerkung gemacht. Felix, wir müssen jetzt ehrlich sein, sonst drehen wir uns im Kreis. Also, ich fange an. Dein Humor, den fand ich noch nie wirklich komisch. Und Golf ist für mich die Sportart, die dem Sitzen am nächsten kommt. Mit Steuererklärung konnte ich noch nie viel anfangen. Und ich mag überhaupt keine Rosen. Rote schon gar nicht. Aber wieso hast du das denn nie gesagt? Weiß nicht. Ich habe immer gedacht, Männer müssten sowas irgendwie alleine rausfinden. Was sind denn Elisabeths Lieblingsblumen? Da lagst du mit deinen roten Rosen schon ganz gut. Fertig? Nee, jetzt ich. Was du? Na los, was kannst du mir nicht leiden? Nichts, du bist wunderbar. Felix, du sollst mich kritisieren. Ich koche miserabel, ich bin harmoniesüchtig, ich bin perfektionistisch. Ich will immer alles kontrollieren, ich bin feige und... Quatsch, das stimmt doch alles gar nicht. Und von deinen Kochkünsten hängt es bestimmt nicht ab, ob ich dich liebe. Aber du liebst mich nicht. Lena, wir sind so verschieden. Du bist eine wunderschöne Frau. Und klug bist du auch noch. Ich hab dich wahnsinnig gern. Ich hab dich auch gern. Wie sind wir bloß auf die Idee gekommen, aus uns könnte ein richtiges Paar werden? Keine Ahnung. Wie bist du mit Elisabeth verblieben? Sie will nichts mehr von mir wissen. Ist ja auch verständlich. Nach allem. Mich wundert ja, dass du überhaupt noch mit mir sprichst. Hast wenig geschlafen, hm? Gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Mama? Lena. Lena.
Mein Gott, bin ich froh, dass du da bist. Es tut mir alles so leid. Ich kann dir gar nicht sagen, wie. Ich hatte solche Angst. Das wird nicht mehr mit mir. Es ist alles in Ordnung. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Leo Koch. Ich bin für eine Weile verreist und höre deswegen das Band nicht regelmäßig ab. Lena. Du hast was vergessen. Lena. Lena. Leo, was suchst du mir? Na, dich. Aber ich dachte, du bist weggefahren. Ja, wollte ich auch, aber ging nicht. Ich muss immer an dich denken. Ich auch. Ich meine, ich habe an dich gedacht. Die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber seit du da bist, ist alles anders. Auf einmal ist alles leicht, irgendwie schön. Obwohl das total verrückt ist, weil wir uns ja gar nicht kennen. Ja, und dann habe ich plötzlich Angst, dass ich mir das alles nur einbilde. Dass du viel lieber in der Welt umherfährst und dass du mein Leben furchtbar langweilig findest. Weißt du, woher du das hier hast? Wenn wir noch nicht auf der Welt sind, ja? Dann wissen wir alles. Und dann kommt ein Engel und der macht so. Nicht denken, fühlen.